Vielen Dank, Herr Professor Weiß. Genau. Ich möchte auch nicht nur die sozialrechtliche Unterstützung vorstellen von der Krebsberatungsstelle, sondern einfach einen Rundumblick über die Krebsberatungsstelle geben. Wir sind ans Tumorzentrum angegliedert hier und vielleicht fange ich damit erstmal an, wo wir sind. Wir sind nicht im Hauptklinikum, sondern wir sind in der Nebenstelle. Wir sind in der Hauptstraße, schön im Grünen am Teich zwischen Psychiatrie und Hautklinik. Und wer sind wir? Wir sind ein großes Team, bestehend aus Sozialarbeiterinnen, Psychologinnen, Verwaltungskräften, Sozialpädagogen. Und wir sind so viele, weil ich glaube, die allermeisten in Teilzeit beschäftigt sind. Deswegen sind wir so ein großes Team. Genau. Was wir bieten? Wir bieten eine kostenlose Beratung und Begleitung in allen Phasen der Krebserkrankung an für Patientinnen und Angehörige. Wir unterstehen der Schweigepflicht. Es gibt die Möglichkeit für Einzel-, Paar- und Familiengespräche hier. Und wir sind, das ist wichtig, wir sind im ganzen südbadischen Raum hier zuständig für ambulante Patienten, nicht nur für Patienten in der Uniklinik Freiburg. Das ist nochmal ganz wichtig. Es gibt im Moment vor allen Dingen telefonische Beratung und Videoberatung, aber wir bieten auch nach Absprache persönliche Beratung an und genau, haben ein vielfältiges Angebot. Es ist so ein bisschen gegliedert. Ich möchte so die drei Bereiche und so drei Hauptbereiche vorstellen. Das einmal ist die sozialrechtliche Beratung, das, was mein Schwerpunkt ist, die psychologische, psycho-onkologische Beratung und dann noch das Projekt Tigerherz und dann noch auf unsere aktuellen Gruppenangebote kurz kommen. Also Fragen, die auftauchen natürlich jetzt im sozialen, sozialrechtlichen Bereich, was so meinen Bereich betrifft, ist zum Beispiel exemplarisch mal fragen, kann ich meinen Beruf überhaupt noch ausüben, was ist, wenn nicht mehr, das sind, wie sage ich es meinem Chef, was ist in meiner Firma, habe ich genug Geld, was muss ich jetzt beachten und was ich ganz häufig erlebe, ist einfach Überforderungssituationen von Menschen, die sagen, ich habe schon wieder Post bekommen, je länger man krankgeschrieben ist, desto mehr Behördenpost kommt und dann rufen die Leute an und sagen, ich habe schon wieder Post bekommen, ich verstehe das nicht. Das ist mir alles zu viel in einer Lebensphase, wo es ja tatsächlich einfach um ganz viel geht und wo die Menschen einfach überfordert sind, sich damit noch auseinanderzusetzen. Was wir dann bieten in der sozialrechtlichen Beratung, ist tatsächlich oft erstmal eine Orientierung im Dschungel des Sozialrechts und wir sortieren die Post, die die Leute mitbringen und erklären das. Es geht thematisch oft um die finanzielle Absicherung, also Krankengeld, Arbeitslosengeld, was gibt es alles für Möglichkeiten. Was gibt es in der Rehabilitation, Wiedereinstieg in den Beruf ist ein ganz wichtiges Thema. Da gibt es eine ganz große Bandbreite an einem langsamen Wiedereinstieg und Anpassung sozusagen. Dann natürlich das Thema Schwerbehindertenrecht. Was heißt das? Brauche ich das? Brauche ich einen Ausweis? Wir beraten zu Leistungen der Kranken- und Pflegekasse, zu Vorsorgeregelungen und wir haben die Möglichkeit, bei finanziellen Engpässen Unterstützung anzubieten, indem wir Kontakt mit Stiftungen, Härtefonds aufnehmen. Und was wir nicht selber beantworten können, vermitteln wir weiter an entsprechende Stellen und gucken quasi, wer kann da vielleicht nochmal besser helfen. Dann gehe ich auf die seelischen Aspekte nochmal kurz ein. Also das ist ja einfach oft der größte existenzielle Einschnitt, die größte Krise, so eine Erkrankung, die die Menschen trifft. Und das ist ja oft so der Boden so an den Füßen weggerissen, das ist ein großer Schock. Und es tauchen Fragen oder können Fragen auftauchen, wie kann mein Leben jetzt überhaupt weitergehen, hält das meine Partnerschaft aus? Es entstehen oder können Ängste entstehen vor Behandlung, vor Kontrollen, vor Veränderungen nach Operationen. Also es ist eine riesen Bandbreite an auch psychischen Belastungen oder auch manchmal die Frage, brauche ich jetzt eine Psychotherapie, was muss ich dann machen? In der psychologischen Beratung geht es viel um Entlastung, um Sortieren, um zur Ruhe kommen, erstmal ein bisschen gucken, was steht jetzt an. Wir unterstützen die Menschen im Umgang mit ihren Ängsten, mit Veränderungen, sich anzupassen an die neue Situation. Gerade auch in Krisen bieten wir Krisenbewältigung an, Paarberatung, wenn es einfach kriselt, auch in Beziehungen. Und auch da natürlich die Abklärung und bei Bedarf Unterstützung bei einer Weitervermittlung, wenn weiterer Hilfebedarf nötig ist. Und letztendlich geht es darum, zu stärken der individuellen Ressourcen und Kräfte. Und es geht ja viel darum, wieder die Lebensqualität zu gewinnen, dass die Erkrankung nicht im Hauptmittelpunkt steht, sondern dass einfach noch Dinge da vielleicht daneben gestellt werden. Der nächste Bereich, den ich vorstellen möchte, ist speziell dieses Projekt Tigerherz. Das heißt, spricht die Familien an, die kleine Kinder haben oder überhaupt Kinder, Jugendliche haben. Und da taucht ja oft die Frage auf, wie spreche ich mit meinen Kindern, die sind jugendlich, wie bereite ich sie darauf vor, was jetzt kommt, wie organisieren wir den Alltag, denn
wie machen wir das jetzt alles, wie kriegen wir das, wie kommen wir gut durch diese Zeit? Und da gibt es ja bei der Krebsberatungsstelle bei uns dieses Projekt Tigerherz. Genau, da ist der Flyer. Tigerherz bietet ganz viel, also von Einzelstunden für Kinder und Jugendliche, wo sie einen Raum haben für die individuellen Bedürfnisse, für ihre Sorgen, Nöte, aber auch für Spaß, für ja, auch Ablenkung. Die haben ein großes Atelier bei Tigerherz, das heißt, jetzt können auch tatsächlich einige Stunden in Präsenz gestaltet werden. Es gibt normalerweise jetzt nicht natürlich Gruppenangebote, es gibt eine Mädchengruppe, normalerweise auch Tagesangebote, Steinvasenpark, Sommerfreizeit ist geplant. Wir werden sehen, wie das diesmal ist. Auch ein großer Bereich ist die Beratung einfach der Eltern, Großeltern, Angehörige, Erzieherinnen, Lehrerinnen. Und es gibt jetzt relativ neu eine Bücherkiste mit ganz vielen guten Büchern, die man sich auch ausleihen kann. Dann möchte ich Ihnen die Gruppen vorstellen, die wir im Moment aktuell haben. Und tatsächlich die kunsttherapeutische Gruppe hat nie aufgehört. Das ist die einzige, die jetzt auch wirklich durch die Pandemie durchgelaufen ist. Die Kollegin macht das online, ist eine wöchentliche Gruppe. Dann haben wir jetzt ein relativ aktuelles männerspezifisches Angebot. Männer in Bewegung wandern mit Männern nach einer Krebserkrankung. Und die haben gestern gestartet. Ich weiß noch nicht, wie es gelaufen ist. Es ist ein Angebot, was jetzt neu ist, eben einmal im Monat. Dann gibt es jetzt auch noch gar nicht so lange eine neuropsychologische Trainingsgruppe, geeignet für Menschen mit einer Hirntumorerkrankung. Da geht es um die Verbesserung der Leistungsfähigkeit, verbesserter Umgang mit Gefühlen. Das ist auch eine wöchentliche Gruppe, wo man, es sind verschiedene Module, wo man quasi dazu und wieder weg sozusagen kommen kann. Also eine fortlaufende Gruppe, wo der Einstieg auch jederzeit möglich ist. Und das Training ist auch in der Einzelberatung möglich. Dann das Letzte, was gerade online oder was online bei uns läuft, ist eine Sozialrechtsfortbildung. Wir haben jetzt alle paar Wochen haben wir zu verschiedenen Themen kleine Vorträge über ein Portal, nicht Zoom, aber so ähnlich, wo man sich anmelden kann. Zwei Termine waren schon, Schwerbehindertenrecht, Rehabilitationsmaßnahmen. Jetzt in anderthalb Wochen ist Vorsorgeregelung, wieder Einstieg in den Beruf, wirtschaftliche Sicherung. Da kann man sich einen Vortrag anhören und aber auch dazu Fragen stellen. Genau, wenn Sie Interesse an einzelnen Angeboten haben, Kontaktaufnahme am besten telefonisch oder per Mail. Und die Flyer liegen hoffentlich überall im Tumorzentrum hier aus. Sekretariat ist persönlich besetzt von 9 bis 13 Uhr. Und ansonsten auf jeden Fall auf den Anrufbeantworter sprechen. Und ich glaube, in allen Gruppen ist auch noch Platz.